Willkommen zurück und zu einem neuen Run. Diesmal mit mehr Glück von The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Und es ist immer noch ein Special und ich bin immer noch dabei. Und da er immer noch dabei ist, starten wir mal direkt. Und noch etwas zur Info. Dieses Mal haben wir die Plätze getauscht. Diesmal bewege ich mich. Und er schießt. Schießt die ab. Lauf nicht gegen die Fliegen. Erstmal die abschießen, die direkt vor einem ist, oder? Und nicht die, die hinter einem stehen. So, diese Scheißhaufen sind zerträhen. Und weg. Da. Und Spinnen. Ich hasse Spinnen. Hopper Spinnen. Na, die anderen Hopper sind auch nicht gerade gut. Spinne. Kaboom. Geld. Nach oben. So. Erstmal nach weg. Oh. Wir müssen einfach nur auf Abstand bleiben. Tja, solche Gegner kann man leicht besiegen. Und damit können wir auch in den Shop rein. Und die Schere macht, dass wir für einen Raum fliegen können. Und unser Unterkörper rennt einfach nur rum. Dann gehen wir mal in den... Dann könnten wir eigentlich mal kurz einen kleinen Trick machen. Warte mal. Wir kriegen jetzt nämlich nur ein halbes Herz Schaden. Pass auf. Zack, wir können fliegen. Zack, sind drin. Und zwei Trollbomben. Und wir gehen wieder raus. Und sollen wir so ein halbes Herz Schaden bekommen. Hat sich nicht so wirklich gelohnt. Also dann, auf zum Boss. Warte, oder wir versuchen hier den geheimen Raum zu finden. Der und da ist er wirklich. Mit Geld. Und damit können wir dann in den Shop gehen und uns was gönnen. Vielleicht ein Herz. Gut, hier ist nichts mehr. Ab in den Shop. Auf und davon. Wenn es auch nur ein Schlüssel für die nächste Ebene, reicht das schon. Wir haben doch schon einen Schlüssel für... Obwohl, ja, stimmt. Wir müssen ja für den Gold, für den Raum... Und es ist tatsächlich ein Schlüssel. Stopp. Und wenn wir hier noch eine Münze rauskriegen, können wir beides nehmen. Pillen. Fast ist schön. Pillen, Schlüssel, Pillen... Pillen können uns auch Unglück bringen, deswegen den Schlüssel, würde ich sagen. Ja, stimmt. Ich will die Pillen haben. Herz mitnehmen, ja, nein, vielleicht. Ja, Herz nehmen würde ich auch schon sagen. Ich meine, ich habe vor, wie wir aber vielleicht, das verkaufen. Vielleicht haben wir Glück und kriegen vom Boss etwas Geld. Ja, stimmt. Da gab es doch diese Box. Mhm. Wenn wir da so einen Dime draus bekommen, das wäre schon oder gut. Ein Nickel, wird's reichen. Ja. Ab in den Bossraum. Und Attacke. Gemeini, na das kennen wir doch irgendwie. Hallo, andere Formen von Steve, die nichts Scheiße, kann. Der ist zur Hälfte Champion. Was ist denn nur los mit den Champion-Bossen auf meinem Kanal? Tja, die mögen mich einfach. Tja, aber irgendwann machen auch die Champion-Bosse über Bekanntschaft mit dem Rückstoß. Und diesmal haben wir wenigstens das Glück, dass wir nur einen Rage-Kitty gleich haben. Ja, allerdings. Dennoch, es ist blöd, dass nur das Rage-Kit dann der Champion ist. Und da haben wir nur das Champion-Rage-Kit. Machen Bekanntschaft mit dem Rückstoß. Würde ich jetzt sagen wollen, aber leider passt es nicht so ganz. Oh. Jetzt... Schade. Ja, nein. Hör vor, uns abzuhauen. Er soll kein Tour of Duty mehr spielen. Tour of Duty? Call of Duty. Tour of Duty. Das habe ich schon mit Absicht gesagt. Na gut, die Roboter können auch noch ganz schön aufregen schon. Ja, allerdings. Bist du weg? Und wir kriegen Geld. Und wie wir Geld kriegen. Aber leider nichts wirklich so viel. Leider keinen Dime oder Nickel dabei. Aber wir können uns die Pillen holen. Ja, wenn wir Glück haben, sind es gute Pillen wie Health oder Luck Up. Wenn wir Pech haben, sind es Pillen wie Bad Trip. Oder Health Down. Oder Speed Down. Oder Range Down. Oder Tears Down. Oder was auch immer Down. Oder Luck Down. Und hallo Pillen. Und ich würde mal sagen, zack. Tears Up. Tears Up. Die ist auch Tears Up. Also nehmen wir den noch schnell. Tears Up. Und das riskieren? Ist Lockdown. Oh fuck, das wird schön. Wir nehmen die erstmal mit. Oder wollen wir die einsetzen direkt? Setz ein. Und? Lock up. Wieder ausgeglichen. Yay. Und die Schere ist halt relativ gut. Also du kannst fliegen. Und ich weiß nicht, ob der Körper noch Schaden macht. Der Unterkörper ist einfach nur vorhanden. Ja, ich glaube, entweder dadurch kriegst du Schaden oder du machst noch Schaden. Und ja, du lädst ja nach 6 Räumen auf. Batterie wäre jetzt gut, wenn wir die kriegen könnten. Ja, das wäre sie in der Tat. Die Batterie.
Und wir sind direkt vor einem Bosskampf, wo wir nur mit einem Herz rein können. Und hoppa. Ganz viele Lauf hoppa. Nicht direkt in die Reihen. Und geh auch etwas zurück. Scheiß Raumkonstellation. Komm her. Bitte, komm. Sieht irgendwie aus wie ein Pokéball. Los, ich will dich, hoppa. Und mit dem Schlüssel können wir in den Goldraum rein. Und es ist Damage Up. Oh yes. Und Health. Damage. Und noch irgendetwas. Damage, Health und Shot Speed, soweit ich weiß. Wir gucken mal kurz, bitte. Escape. Damage Up. Cheers Up auch. Und ja. Tiger. Und weiter geht's. Und wir haben blutunterlaufene Augen. Und wir haben Löcher in der Stirn. Jupp. Wer will sowas nicht? Ich bin daran gewöhnt, Schutzfliegen zu haben. Die hat einen Aimbot, die Fliege. So. Nun denn. Wir haben jetzt die Chance, nach links zu gucken, aber... Und ein Fleisch. Und wir haben den Goldraum. Den Bossraum. Goldraum hatten wir schon. Ich würde mal sagen, wir könnten nach links gucken, aber lassen wir es besser. Wir könnten auch mal nach... wir könnten die aufladen, die Schere. Oder aber wir könnten mal gucken, ob hier der Geheimraum ist, hier unter uns direkt. Nun. Könnte er sein. Könnte, aber ich würde mal sagen, wir gucken erstmal über den Rest der Karte. Vielleicht gibt es noch anderswo Orte. Außerdem könnten wir, wenn da der Geheimraum ist, in den Raum da rein. Ja, aber dazu bräuchten wir zwei Bomben. Vielleicht kriegen wir noch Bombe lieber hier einsetzen, oder? Ja. Gucken wir mal hier so, dass sie beides aufsprengt. Ja, perfekt. Und jetzt mache ich kurz das Feuer aus. Und dann holen wir uns den Schatz. Eine Münze. Und eine Bombe. Und ein halbes Herz. Naja. Der Shop lohnt sich nicht. Weil wir auch gar keinen Schlüssel haben. Da ist garantiert kein Geheimraum. Also gehen wir mal weiter zur anderen Seite. Vielleicht ist ja neben der anderen, auf der anderen Seite, der Seite, wo wir den Bossraum vermuten, noch ein, wo wir den Geheimraum vermuten, noch der Geheimraum, während sich der Geheimraum in Wirklichkeit nicht da versteckt, sondern auf der anderen Seite versteckt. Also mein Fuck jetzt. Und das hier sind Fliegen. Die du nicht fordert, die du wieder den gleichen Fehler gemacht hast wie vorhin in der ersten Ebene. Ja, aber sollte ich wissen, wohin du läufst? Schlüssel, Bombe. Das ist es nicht wert. Na, warte, wenn wir so machen, könnten wir testen, ob dann ein Geheimraum ist, ne? Das ist wahr, aber dennoch. Oder wir gehen erstmal oben rein und gucken, ob da oben der Geheimraum ist. Genau. Nein, ist er nicht. Es ist nur zu einem Raum mit zwei Spinnen. Und, lieber doch mal unten gucken, oder? Ja, wir gucken mal unten hier. Bisschen gucken. Das ist, glaube ich, jetzt schon falsch platziert, so etwa. Wir gehen mal kurz einmal raus. Auch nicht. Gut, weil wenn man rausgeht, wird die Explosion nämlich ein bisschen größer. Vielleicht hätte auch oben sein. Wir könnten jetzt gucken, vielleicht ist ein Herz im Shop drin. Wahrscheinlich nicht. Wir könnten aber Glück haben, oder ist ein Herz drin und... Oder es ist Greed. Und der reißt uns seine Arsch auf. Ja, sag du. Ab in den Shop, wir gucken. Also Leute, ist jetzt nicht meine Schuld, wenn wir verlieren. Ist könnte... stopp! Bosskampfraum? Stimmt, wir gucken mal rein. Health up! Wir könnten es riskieren, Health up, aber dafür dann zwei Bosse. Gucken wir erstmal in den Shop rein. Wenn wir eine Bombe finden, könnten wir uns rausspringen, weil da ist... Doch, der könnte wirklich der könnte der Ding sein jetzt, der Geheimraum. Yeah. Die Nonnenkappe. Nein! Ist egal. Ja. Sonst hätten wir uns doch wenigstens das Health Up vom Bosskampfraum. Da hätten wir ein maximales Herz mehr. Ansonsten jetzt nur dieses eine halbe einmalige. Wir können. Jetzt können wir nichts mehr machen. Jetzt müssen wir in den Bossraum. Wir müssen einmal rein, ja. Gut, jetzt hab ich verkackt. Wir bräuchten noch eine Bombe. Warum haben wir keine Bombe mehr? Ich werde mit dir jetzt da unten, da unten ist der Geheimraum drin. Da. Da unten. Und der Boss? Nun, der Boss sollte man sich mal besser in Acht nehmen. Wir sind jetzt nämlich echt sauer. Und es ist Fermine. Na also, so ein leichter Boss. Stell dich einfach immer davor und der rast garantiert nur durch den Bildschirm. Immer rechtzeitig ausweichen und er tötet auch seine eigenen Verbündeten. Komm mir nicht zu nah. Und dann töte deine eigenen Verbündeten Hunger. Und sie ist tot. Das war die Fliege. Jetzt ist dein Pferd von dem Kerl.
kann er nicht mehr rasen. Da kann er noch hey! Rufen. Genau. Dann haben wir die Hungersnot besiegt. Der Hunger auf der Welt kann sich also doch nur mit Tränen lösen lassen. Schieß nach unten. Bring ihn zum Ragen. Oh, jetzt geht's nicht mehr zum Ragen. Wir hätten uns mit kleinen Kills auf einer Stunde. Aber wir können jetzt wieder Dings machen, ne? Ich glaube, mit dem Tree of Meat können wir und einer aufladenden Schere können wir in den Raum rein. Nee, ja. Nicht die Herzen, nicht die Herzen. So. Und der Cube of Meat. Und ein weiteres HP-Upgrade holen. Es sei denn natürlich, wir verkacken vorher. Aber wir haben einen Schutz jetzt, der etwa die Schüsse abwehrt. Und wir haben dann noch zwei volle Herzen. Nein, zwei halbe. Wir haben zwei volle Herzen noch insgesamt dann. Ja, das ist richtig. Zack. Und ich überlege gerade, soll ich die Schere einsetzen? Na gut, gegen Monstro. Nicht so wirklich. Dennoch eventuell, mach mal. Ich setze mal die Schere ein. Lul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 . Ich glaube, der Körper kriegt auch noch Schaden. Na, werden wir ja gleich wahrscheinlich herausfinden. Aber der Körper greift an. Der Körper ist jetzt sowas wie ein Meatball. Nice. Ist doch gut, dass wir das noch eingesetzt haben. Level oh, Junior! Nee. Achtung! Der leichteste. Boah! Ich flieg noch rein, ich bin so ein Volltrottel. Hör auf, da rein zu fliegen. Wenn. Mich irritiert der Körper ein bisschen, weißt du das? Und wir kriegen einen Schlüssel. Den haben wir schon mal für die nächste Ebene. Und wir pinkeln jetzt überall hin, weil wir Angst haben. Ich hab solche Angst. Bis zum Bossraum, da liegen ja noch die Herzen. Warte mal kurz, das Mikro ein bisschen umstellen. Nun denn, ab in den Bossraum, die Herzen holen. Und nicht außerdem durchrennen. Jetzt durchrennen. Und tschüss. Dann pissen wir uns auch nicht mal in jedem Eingang ein. Wir verstecken uns in einer Kiste. Nun. Wir gehen nach rechts. Dann gehen wir mal. Ein goldener Schlüssel. Für den brauchen wir allerdings eine Bombe. Was sich aber auch sowas von lohnt, spuckende Maden. So. Campermaden. Du weißt aus. Du weißt aus. Und du weißt aus. Down. Und ein Schlüssel. Den brauchen wir nicht. Für diese Runde hätten wir ja unendlich Schlüssel. Der schlechteste Raum, den es gibt. Und so, jetzt Nummer 2. Du bist gefickt, du Fleischklops. Na, das müssen wir zensieren. Das ist auf YouTube nicht gerne gesehen. Tja, und weißt du was? Ich geb einen Fick drauf. Na gut, zum Glück muss ich nicht hier zensieren. Zack. Vor allem, wer wirklich denkt, in der heutigen Zeit hätte... Feuer lieber auf Pride! In der heutigen Zeit hätte noch niemand solche Wörter gehört. Der sollte sich mal in den Grundschulen umhören. Ja, ich war da auch ganz erschrocken, muss ich echt sagen. Du erschrocken? Ja, ich war... Das ist doch vorhersehbar. Ich war aber jetzt vom... Ja, war ich schon im Kindergarten. Ich war auch sogar schon im Kindergarten. Ich habe jetzt vor kurzem einen aus meiner Familie abgeholt im Kindergarten. Der Stolz hat sich selbst getötet. Und Empress. Empress macht uns... Hoch Babylon, ja. Reinschauen, ja, nein. Nee, wir haben zu wenig Münzen. Noch nicht. Zu wenig Münzen. Aber, wie wir uns kennen, ist Greed drinnen, ne? Wäre wahrscheinlich. Oder sogar Super Greed. Dann wir erst recht am Arsch. Und Bomben. Champion Super Greed. Wenn wir noch zweimal, wenn wir jetzt noch zwei Räume clearen, dann können wir uns die Bomben einfach holen. Ja. Oder einfach direkt den Schlüssel holen, was ich aber glaube ich, der, was wäre besser? Bomben oder Schlüssel direkt holen? Unendlich Schlüssel, oder? Nun, Schlüssel haben wir für diese Ebene durchaus genug, aber die Bomben wären für alle Ebenen gut. Mhm. Und für den Preis von einer Bombe hätten wir den Schlüssel. Ja. Insofern ist der logische Schluss, wir holen uns die Bomben. Und die kreisen uns an, die kreisen rein. Ich hasse diesen Raum. Weg. Ja. Cube of Meat, du hast uns gerettet, mein Freund. So, jetzt holen wir uns den Schlüssel und gehen hoch und holen uns die Bomben. Dann holen wir uns den Goldschlüssel und dann können wir hier rumragen. Und schnipp, schnapp. Guck mal, unser Kopf hält die Handtasche, nicht unser Körper. Allerdings, das nennt man Kopfarbeit. Da hat jemand wohl Köpfchen bewiesen. Und jetzt hier die Bombe. Und hat er noch einen Test? Nein. Okay. So, stopp, wir gehen jetzt in den Shop. Gut, hallo, Greed.
wenn das geht. Ah gut, wir hatten jetzt schon einen Steam Sale. Den brauchen wir natürlich. Wir brauchen noch 15 Münzen. Und wir brauchen noch 11 Münzen. Na gut, dann wenn wir noch den Schlüssel holen wollen da oder eine Bombe, weil wir uns jetzt wieder eine verschwenden müssen. Aber ich schätze einfach mal, hier oben könnte der sein. Ja, versuch mal. Ich höre meine Zeit auf zu feuern, sonst habe ich noch aus Versehen die Bombe. Okay, nein, ist keiner da. Ein Versuch. Wo könnte er sein? Hier an der Wand? Da oben an der Wand? Beim Shop? Neben Shop schon mal gar nicht. Hier ist ein Schlüssel, den wir nicht brauchen. Erstmal in den Schatzraum. Da haben wir uns erstmal was. Und noch mehr Damage. Jo, und wir können noch die weiteren Scheißhaufen zerplatzen lassen. Und jetzt haben wir sogar schon rote Tränen. Das heißt, unser Damage ist schon mal mehr als 5. Nein, ist es leider nicht. Hast du Spider-Mod gesehen, die Sachen davon? Das ist durch dieses Update. Also durch den und Bomben fliegen. Wow. Hau ab. Hau ab. Böse. Und ein halbes Herz. Und wir gehen noch in einen anderen Raum aus Hoffnung. Stopp. Was? Stopp. Erst wieder hoch. Und dann über dem Raum auf den Geheimraum, würde ich sagen. Meinst du? Dem oder dem anderen? Da? Da. Neben dem Job haben wir ja schon ausprobiert. Und pass auch auf den Cube of Meat auf, bevor er noch die Bombe verlegt. Was zur... Ich war doch weit genug weg, oder nicht? Offenbar nicht. Gut, wir probieren einfach mal. Ja, wir haben ja eh zu wenig Münzen, da können wir auch Herzen. Mal probieren. Danke. Nichts. Kacke. Nun, dann wollen wir mal sehen. Und wieder nichts. Nummer 4, der vierte und letzte Versuch. Verdammt. Tja, das war eine Verschwendung. Wenigstens haben... Na gut, wir haben wenigstens schon mal ein Herz gekriegt, ne? Ja, und wir sollen besser auch noch nach links gehen. Das ist rechts. Ja, dann nach rechts. Und ihr schon wieder. Tja, der einfachste Boss. Mit sowas braucht man keine Sorgen haben. Und einmal Megatrain-Output. Oh. Nun denn, Kablamo! Und wir kriegen noch eine Münze, die uns nichts bringt. Weil wir nicht mehr in den Geheimraum rein können. Lololol. Egal, in den Bossraum. To the Bossroom. Und am besten auch die Karte dann einsetzen, ne? Für mehr Schaden. Genau, und zwar... Gegen Piep. Einmal. Jetzt! Einsetzen! Zack, what a horrible Und das ist ein Champion, war ja klar. Machen wir jetzt. Wir machen auf jeden Fall mehr Damage. Ein Champion. Champions sind Bosse und sie sind so stark. Ja, sieht man, wie viel Damage wir ihm gerade auch austeilen. Aber er springt nicht so weit, das ist die gelbe Form, das ist das Gute. Auge. Auge. Ah, das Auge kam von hinten. Die Sonne hier. Aufpassen. Noch letztes. Und jetzt. Stampze. Und noch ein HP-Upgrade. Und ein halbes Herz geheilt. Und noch ein halbes Herz. Na dann, ab in den nächsten. Wir sind wunderhübsch. Hier haben wir nichts mehr verloren. Wir sind der heilige Dämon. Tja, der heilige Dämon mit einem kleinen Kind in der Fresse. Yay! Und jetzt sind wir kein Dämon mehr. Und wir gehen in diesen Raum. Oh, stehen bleiben. Wir müssen uns eigentlich bewegen, aber wir müssen stehen bleiben wegen dem Duck fliegen. Ohne Witz. So, diese fetten Fliegen sind alle down. Und wir gehen nach oben für noch mehr Spinnen. Was haben wir eigentlich in diesen Runs ja mit Spinnen? Tja, diese Spinnen sind ja halt so, die Spinnen halt. Boah, das ist aber ein Zeichen dafür, dass wir rumspinnen. Die Spinnen. Und wir spinnen eh. Zack. Bam. Und ein Herz. Ein Skillshot. Und jetzt nach oben. Und wir haben schon die erste. Dann ist die Schere wieder aufgeladen und jetzt schnell töten. Schieß mal nach links, nach rechts einmal. Zack. Damit auch keiner mehr produzieren kann. Und ich glaube, wir haben eine gute Range. Ja, diese Range kann ich. Und wir haben eine Bombe. Und ich meine, frühere uns darum. Und wir haben den. Wir sprechen uns raus lieber. Die machen ein Herz. Schade. No. Warum weißt du nicht hier ich aus? Ich bin ausgewichen, aber da kam noch ein anderer Wurm von oben, wie du es gesehen haben solltest. Wir haben gar nicht viel verloren. Sacke. Wir waren fast voll. Gut, dass ich kaum Range habe. Geh weg. Hier ist unten, würde ich sagen. Ist eventuell der Geheimraum. Wo gehst du hin?
Willst du nicht auf dem Geheimraum testen? Mach ich doch aber von der Seite. Achso. Geh noch runter. Geheimraum. Gefunden. Und Geld. Geld. Und wir gehen nach oben. Die Feuer ausgepitcht. Okay, nichts da. Dann würde ich mal sagen, jetzt nach unten und nach links. Alles klar. Stehen bleiben. Wir müssen stehen bleiben wegen den Fliegen, aber wir müssen uns bewegen. Wegen den Spinnen. Stirb. Die painful. Oh, Cube of Vita hat uns beschützt. Sehr gut. Und wir haben eine Pille. Full Health. Komm schon. Full Health. Bombsaki. Puh. Scheiße, wir hätten vorher noch den Raum aufschließen müssen. Geh nach unten und wir sprengen das Ganze hier in die Luft. Das bringt uns nur leider nichts, deswegen gehen wir wieder zurück. Verdammt, ich will da rein. Ja, wir hätten so eventuell doch zuerst den Raum aufschließen müssen. Da finden wir noch eine Bombsaki-Pille. Und diese Teile sind... Erst die Spin-Spawner. Ja. Auf jeden Fall, erste Spawner. Verdammt, die hat eine Spinne produziert. Dann die Spinne klein. Wieso gehst du nicht so Scheibenkleister? Das wird aber knapp. Cube of Meat macht gute Arbeit. Ja, allerdings. Gebe ich ja Cube. Auch nicht. Genau, jetzt finden wir wieder eine Bombe. Jetzt finden wir eine Bombe. Ist klar. Gib uns einen Schlüssel. Give us a key. Allerdings, hier sind Schlüssel noch begehrter als bei Team Fortress. Triff doch mal. Nun, Isaac trifft offenbar nicht nochmal. Ja, Schlüssel. Schlüssel, ab in den Schatzraum. Schub da. Lass es. Wir wechseln da mal kurz aus. Nur aus dem Prinzip her, dass wir es dann aus dem Item. Oben. Wir haben nicht genug Leben. Wir könnten ein halbes Herz sparen, das weißt du, ne? Das stimmt, aber... Ah. Oh, fuck it. One-Hit-Gegner, One-Hit. Und die haben auch noch so viel Leben. Herz. Oder Schlüssel. Münze. Keine Münze. Schlüssel, Herz. Oh, das ist scheiße. Diese Teile hasse. Nicht bewegen. Hat ja sehr gut geklappt. So ein Rad will man noch haben. Nicht bewegen, wenn der Gegner direkt vor einem steht und garantiert trifft. Ja, wir können... Alles, was wir haben, ist ein halbes Herz. War das jetzt ein Fehler? Ja, nein, vielleicht. Ja, was? Gut, dass wir durch die Spinne gerade noch Schaden bekommen haben. Der Cube of Meat hat uns gerettet. Und oh. Das nenne ich mal knapp. Wollen wir es noch erkunden? Wir wissen es nicht. Vielleicht. Nimm die Schere. Wir nehmen die Schere. Hör auf, über Stacheln zu laufen. Das ist ungesund, Körper. Ist kein Fahrer. Aber jetzt müssen wir leider in den Basra. Obwohl, wir können noch unser Glück versuchen. Meinst du hier oben? Nein, das meine ich eigentlich nicht. Aber ich meine im Blutraum. Aber versuch trotzdem mal da oben. Komm. Herz. Nope. Warte, wir können noch hier hinten gucken. Da gibt es noch einen Raum. Hier oben wäre es nämlich noch eine Möglichkeit. Nope. Nein. Was haben wir für einen Sprengradius, bitte? Tja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in den Blutraum und opfern. Ja, haben wir noch ein halbes Herz. Ja, wenn wir was bekommen, dann kriegen wir es da. Wenn wir nichts bekommen, sind wir eh tot. Ja, so oder so, wir sind tot. Also können wir uns doch auch gleich mal dahin machen und dahin aufmachen. Und außer wir würden jetzt noch schnell den Boss machen und dann kriegen wir noch ein paar Herzen da, mein Boss. Das ist äußerst unwahrscheinlich, dass wir den Boss schaffen. Vielleicht doch, es könnte... Katakomben 2, es sollte die Mask of Infamy sein. Meine Wette ist für diesen Run die Mask of Infamy. Wir schauen jetzt einfach mal nach. Halb Herzen oder halbes Herz? Wir haben eine kleine Mehrheit. Erstmal mit halbem Herz. Wir werden sowas von sterben. Nun denn. Es ist nichts. Halbes Herz, wir haben verloren schon. Nun denn, auf zum Boss! Da oben liegt nur noch Geld in einem Dings drin, oder ist es ein Schlüssel? Geld. Geld. Von Geld haben wir genug. Leider. War kein Schlüssel, wir brauchen einen Schlüssel. Boss, droppt die Kiste. Und es ist The Hollow.
Das ist mal scheiße. Die andere Version von Larry Jr. Und sie wirklich senkrecht. Scheiße zum Ausweichen. Also, ich probiere mein Bestes. Das glaube ich dir gerne. Das Problem ist nur, dein Bestes wird nicht gut genug. Oder doch? Entscheide selbst. Nein! Offenbar nicht. Wir hatten ihn fast. Falsch. Er hatte nur noch, er hatte ein bisschen weniger. Dieser Annahme ist falsch. Und hiermit können wir auch sagen, das war's für dieses Mal. Bis zur nächsten.